Guten Abend zusammen. Ja. Und wir haben heute das Thema Immunsystem, stimmt? Ein bisschen das Immunsystem ja, stärken, aber ich glaube, du wolltest noch was vorher. Höchst aktuelles Thema. Ja. Ah ja, ich habe hier einen Spickzettel. Man hat mich gebeten zu sagen, dass es einen Mondclub gibt. Das ist eine, viele von euch werden das schon wissen, aber manche nicht und die sind vielleicht daran interessiert, dabei zu treten. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo ihr untereinander euch kräftig austauschen könnt und wo auch die Mitglieder sich gegenseitig Fragen beantworten und wo ich und die Johanna hin und wieder mal reinschauen und dann auch die Fragen direkt beantworten. Also ich verspreche, in Zukunft werde ich das öfters tun, weil das habe ich ein kleines bisschen vernachlässigt. Es ist nämlich... die unterhalten sich untereinander. Ja, das tun sie auch, ja. Aber es ist so, dass manchmal sind die Fragen so gestellt, dass eine korrekte Antwort, da muss man wirklich sich reinknien und dann ist auch der Raum nicht so dafür gegeben. Und deswegen ist mein Vorschlag, dass wenn ihr mal eine Frage nicht beantwortet findet oder einfach zu lang warten müsst, dann richtet die bitte per E-Mail an uns. Weil da kann man sich dann ein bisschen intimer austauschen und auch genauer. Das ist mein Vorschlag. Okay. Dann, ja. Ah ja, wir haben uns gedacht zum Thema Immunsystem, wie man das auf Vordermann kriegt und wie man es sich einigermaßen fit hält, speziell in der verrückten Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Da ist einer der wichtigsten Aspekte der, dass man sich das genau anschaut, die Beziehung zwischen dem persönlichen Biorhythmus und da speziell die körperliche Kurve und die Verbindung zwischen dem Schnittpunkt im individuellen Biorhythmus und dem jeweiligen Tierkreiszeichen an dem Tag. Da gibt es nämlich ein kleines Geheimnis, einen Tipp, den man berücksichtigen kann, der ziemlich wertvoll ist, finde ich. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, aber wir werden dazu schon kommen. Wir bleiben bei dem Thema halt eben, ja, genau, mit dem Tierkreiszeichen. Nachdem wir ja nicht an Sendezeiten zusammen gebunden sind, können wir das so ausführlich besprechen, wie ja, wir lustig sind. Ja. Ich schaue mir jetzt dann eure Fragen an. Ciao dabei. Okay, also die Tierkreiszeichen nehme ich jetzt mal einfach vorweg, dass das jeder schon ein bisschen kennt, dass wenn zum Beispiel Witter ist, dass die Kopfregion stark beeinflusst ist. Oder heute zum Beispiel der letzte Tag Waage, das heißt, dass morgen Skorpion ist. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, das heißt, dass die Unterleibsregion, die Geschlechtsorgane speziell an Skorpion empfindlicher sind. Natürlich auch gut, wenn man vorbeugend etwas macht, zum Beispiel ein Sitzbad oder einfach gute Sachen, die Körperregion beeinflusst positiv. Und umso schlechter, wenn es negativ ist, zum Beispiel ab morgen, dass man auf einer kalten Mauer sitzt, dass man kalte Füße bekommt, dass man vielleicht die Schuhe schon ein bisschen mehr Frühling oder sogar sommermäßig, ja, man möchte es natürlich, wir dürfen jetzt sowieso alle nicht raus, also ist dieses Problem kalte Füße nicht so das Thema. Aber grundsätzlich von jedem Tierkreiszeichen, der Einfluss auf den Körper ist natürlich an diesen Tagen besonders heftig, stark und intensiv. Das heißt, wenn Witter ist, ist die Kopfregion, bei Stier die Halsregion, Nacken zum Beispiel, dann Zwilling sowie heute die Schulterregion. Wer viel jetzt zu Hause gearbeitet hat am Computer, man hat vielleicht nicht so die geeignete Höhe zwischen Tisch und Stuhl wie im Büro. Und das geht dann schon stark auf die Schultern. Das heißt, das hat jetzt direkt nicht mit dem Immunsystem zu tun, aber indirekt sehr wohl, dass man an diesen Tagen diese Körperregion, die gerade vorherrschte, dieses Tierkreiszeichen, gezielt besser aufpasst. Es ist nämlich schon so, in Zeiten, wo nicht gerade so wie jetzt diese Ansteckungsgefahr sehr hoch ist, sondern auch in anderen Zeiten, ist es immer zu beobachten, dass zum Beispiel ein Stier ganz besonders viel die Hals-, Nasen- und Ohrenärzte zu tun haben. Bei Witter ganz viel Migräne. Bei Unterleibsbereich zum Beispiel Skorpion, was jetzt ab morgen wieder zwei Tage ist. Das merken auch die Gynäkologen. Wenn natürlich gerade das Wochenende dazwischen ist, dann natürlich weniger.
Also das beobachtet man jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, also ungefähr jetzt mit unseren Büchern zusammen seit circa 30 Jahren. Und die Ärzte können das auch bestätigen. Die meisten wollen das nicht, aber es ist trotzdem so. Das heißt, wenn das Immunsystem angegriffen ist und man achtet an diesen speziellen Tagen für diese Körperregion, dann hat man viel mehr die Möglichkeit, dass man das gut überbrückt, gut übertaucht oder eben gerade an diesen Tagen diese Körperregion besonders schützt. Man muss natürlich da nicht mit einem Wollschal rum, nur weil Stier ist. Ein Seidenschal zum Beispiel ist ohnehin besser. Auch für Halsschmerzen hilft es besser wie Wolle. Nicht, dass Wolle nicht hilft, aber in dem Fall. Und so kann man einfach einmal schauen. Das ist das eine. Wenn jetzt der Biorhythmus, der persönliche, der ja diese drei speziellen Kurven, Körper, Seele und Geist hat, wenn man bei der körperlichen Kurve gerade am Schnittpunkt ist, egal ob von oben oder von unten, dieser Schnittpunkt ist immer ein Tag, wo wir uns körperlich ohne Vorankündigung nicht gut fühlen. Also manche auch richtig schlecht. Das sind so Tage, die kennen wir alle, dass man so zu nichts kommt, diesen Antrieb nicht hat. Man macht alles das, was unbedingt notwendig ist oder was auch zur Routine gehört. Aber so neue Sachen, dass ich sage, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt mache ich das, kann man sich oft überhaupt nicht überwinden oder nicht aufraffen. Das sind diese Tage, wenn der Biorhythmus von der körperlichen Kurve her ganz unten ist oder eben dieser Schnittpunkt. Wenn ich jetzt dann schaue, was da gerade für Tierkreiszeichen gleichzeitig ist, das heißt, wir haben ja alle verschiedene Schnittpunkte. Angenommen, mein Schnittpunkt ist bei Steinbock, dann weiß ich, dass meine Knie an dem Tag besonders empfindlich sind. Wer sich die Knie schon einmal verletzt hat, weiß, von was man da spricht, dass die eben unterschiedlich empfindlich sind. Egal, ob man von einem Bus aussteigt, ob man Ski fährt oder ob man die Treppe schnell runtergeht oder mehr Mühe hat, raufzugehen. Das ist dieses Beispiel. Bleiben wir bei dem Steinbock und Knie. Wenn das Tierkreiszeichen Steinbock ist, betrifft es ohnehin die Knie. Das heißt, alles, was ich fürs Knie gut mache, ist besonders gut, auch intensiv die Wirkung. Und was ich Schlechtes mache, da gehört auch die Übertreibung dazu, das ist umso schlechter. Wenn mein körperlicher Biorhythmus eben an dem Schnittpunkt ist, fällt es viel mehr auf. Wenn jetzt zum Beispiel wie heute Zwilling, Waage ist zwar auch ein Blütentag, aber es ist Waage. Wenn jetzt Waage ist, ist der Hüftbereich und morgen ist Skorpion. Wenn ich also jetzt als Beispiel meinen Biorhythmus ganz unten habe oder den Schnittpunkt, dann bin ich morgen viel empfindlicher im Unterleibsbereich. Egal, ob es mir zu kalt ist oder ob ich zu wenig trinke zum Beispiel, was die Niere belastet. Und so ist dieser Zusammenhang. Das heißt, wer das jetzt das erste Mal hört, kann das durchaus ein bisschen verwirrend klingen. Es ist im Prinzip aber ganz einfach. Man nimmt den Mondkalender, schaut, welches Tierkreiszeichen gerade vorherrscht und dann vergleicht man mit seinem Biorhythmus. Natürlich ist der geistige Biorhythmus und der seelische auch nicht ganz zu unterschätzen, weil wir ja diesen Auftrieb da nicht haben oder seelisch uns schon gar nicht so wohlfühlen. Also wenn ich da zusätzlich noch Sachen mache, die mir sowieso schon nicht so taugen, dann hat das Immunsystem natürlich muss man sich viel mehr plagen, um das alles wieder loszuwerden, egal was das jetzt auch ist. Also, dass man einfach zu wenig kräftig ist. Was wir im Laufe der vielen Jahre immer wieder in den Leserbriefen sehen, und das war jetzt gerade in den vergangenen Wochen auch wieder stark angestiegen, das ist, jetzt haben die Leute zu Beispiel jetzt mal gerade zwangsläufig mehr Zeit und haben ein bisschen mehr auf Alpha-Omega geachtet. Sie haben sich mehr Zeit gelassen, speziell für Alpha-Typen zu kochen oder für Omega-Typen, ein bisschen das getrennt, ein bisschen mehr intensiv beobachtet. Und da hat sich natürlich herausgestellt, dass das sehr wohl fürs Immunsystem ganz entscheidend ist, ob ich Dinge esse, also Lebensmittel esse, die ich gut verstoffwechsle, oder ob ich Lebensmittel esse, die zwar genauso gesund sind,
aber eben nicht für mich persönlich. Also vielleicht deshalb die Idee heute, wenn es ums Immunsystem geht, ich werde mich natürlich hüten, da irgendwelche professionellen Aussagen oder gerade medizinische Aussagen, das liegt mir fern, das kann ich auch nicht, das möchte ich auch nicht. Aber gerade bei der Ernährung und bei dem Mondkalender, das Zusammen- und Biorhythmus, da kann man als Privatperson sehr viel tun. Wenn ich also jetzt sage, ich bin Alpha und ich ernähre mich alpha-mäßig, das heißt, wer es jetzt noch nicht weiß, kann auf der Homepage mal nachschauen oder im Buch Alles erlaubt oder auch die Jubiläumsausgabe vom richtigen Zeitpunkt, dann kann man das nachlesen und wie das funktioniert. Ist auch wieder am Anfang, wenn man das erste Mal hört, vielleicht gewöhnungsbedürftig, bis vielleicht das kompliziert ausschaut. In Wirklichkeit ist es nicht. Das heißt, wenn Sie da ein bisschen aufpasst, das Richtige zu essen, das Richtige für euch, wenn, je nachdem, was ihr für Ernährungstyp seid, dann merkt man innerhalb von ganz kurzer Zeit, dass man sich stabiler fühlt, dass man sich leichter fühlt, dass einfach der Stoffwechsel gut funktioniert. Und wenn der Stoffwechsel gut funktioniert, fühlen wir uns natürlich ganz anders. Also wenn wir uns so voll fühlen, übermüdet, depressiv, natürlich kommen jetzt viele Sachen zusammen, wenn man zu Hause, sage ich mal, wie eingesperrt ist. Bei uns persönlich ist das jetzt nicht so tragisch, weil wir sowieso zu Hause arbeiten. Aber ich kann mich erinnern, wo die drei Kinder klein waren, es braucht schon eine Organisation, dass man das alles unter den Hut bringt. Und wir waren es von klein auf gewöhnt, die Kinder auch, da geht es etwas besser. Aber wenn man ein sehr lebhaftes Kind hat, was immer beschäftigt werden will und so, tut man sich in der jetzigen Zeit sehr schwer. Und versucht es einfach mal, auch wenn ihr das erste Mal hört, versucht es mal dem Kind nur das zu geben. Es gibt ja irrsinnig viele Lebensmittel, was das Kind eben, also euer persönliches Kind, gut verstoffwechselt. Und ihr werdet merken, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich Kinder jetzt in dieser Zeit Süßigkeiten gebe, bei Süßigkeiten im Prinzip fast egal, welche Art, außer es sind getrocknete Früchte oder wirklich natürliche Sachen, aber ansonsten diese üblichen Süßigkeiten, was man so zu kaufen kriegt, dann kann man das Kind ohne diese Ausgangssperre auch fast nicht aushalten. Und wenn das Kind das Richtige bekommt, sodass das Kind es verstoffwechselt, ist es wie ein anderer Mensch, das ist wie ausgewechselt. Und natürlich betrifft es uns als Erwachsene auch. Ältere Personen, ganz alte Personen, Personen, die schon schwach sind, merken das auch sofort, wie es besser geht, wenn sie die Lebensmittel essen, die ihr Körper verstoffwechselt. Und da geht es nun einmal nicht um, ist das ein gutes Produkt oder ein schlechtes Produkt, sondern auch wenn es etwas ganz Gesundes ist, wenn ich persönlich das nicht gut verstoffwechselt, tut es mir nicht gut. Und das greift natürlich das Immunsystem an. Und dass dieses Wissen so viel verloren gegangen ist, in den, weiß nicht, Jahrzehnte schon oder noch länger, das ist schade, weil es sehr leicht umzusetzen ist und im Prinzip für jeden machbar. Das heißt, fast alle Lebensmittel verträgt fast jeder. Das kann man wirklich so sagen. Und ein paar Produkte, die grundsätzlich aber gesund sind, verträgt eben der Omega nicht oder der Alpha nicht. Und da kann man ein bisschen schauen. Und jetzt sind wir vielleicht wieder bei dem Beginn, wo man das ein bisschen zusammen sieht, im Zusammenhang. Wenn also der Biorhythmus schlecht ist, wenn gerade das Tierkreiszeichen vorherrscht, was für eine bestimmte Körperregion von Haus aus schon schlecht ist, und dann esse ich auch noch das, was ich überhaupt nicht gut verstoffwechsle, dann ist es natürlich schon schwierig, gesund zu bleiben und umso einfacher, gesünder zu bleiben mit diesen so einfachen Mitteln. Man muss es nur einfach wissen. Um ein Beispiel da vielleicht zu erwähnen, wenn jetzt ein Kind ein Omega-Typ ist und die Mama ist ein Alpha-Typ, dann verträgt sie ganz gut die Mama ganz gut die Zitrusfrüchte, wie zum Beispiel auch Orangen. Und jetzt gibt sie dem Kind jeden Tag in der Früh einen Orangensaft, vielleicht sogar frisch gepresst mit Bio-Orangen. Eine wunderbare Idee.
Nur das Omega-Kind kann das nicht so verstoffwechseln. Das heißt, das geht mit Bauchweh vielleicht schon in die Schule oder kriegt in der Schule erst Bauchweh. Jetzt momentan, wo sie alle zu Hause sind, kriegt sie halt dann zu Hause Bauchweh. Jetzt kann man das momentan vielleicht viel besser beobachten. Was tut dem Kind besonders gut? Das heißt, so gut wie der Orangensaft ist, so gut noch dazu, wenn es bio ist und frisch gepresst, eine wunderbare Sache für das Immunsystem. Handelt es sich aber um einen Omega-Typ, hat er vielleicht, muss nicht sein, es kann sein, dass das einfach bloß nicht so wirkt, aber es kann auch sein, dass er wirklich Bauchweh oder Magenschmerzen bekommt. Das ist nur ein Beispiel. Oder Tomatenzeit ist ja jetzt noch nicht, es gibt sie eigentlich schon zu kaufen, im Prinzip das ganze Jahr, wir kaufen es dann auch nicht. Aber Tomaten ist auch ein Beispiel, den ganzen Sommer über werden Tomaten gegessen. Wenn ich aber jetzt ein Alpha-Typ bin, dann schwächt mich diese Tomate. Und wenn ich jetzt das nicht weiß, mache ich dem Kind eine gute Brotzeit für die Jause, für die Schule und habe Tomatenscheiben drin. Und die Tomatenscheibe ist eben fürs Alpha-Kind nicht gut zu verstoffwechseln. Das heißt, es bringt mir nicht die Energie, es unterstützt mich auch nicht im Immunsystem und dieser Zusammenhang, den sieht man dann immer wieder, das ist wie so ein Kreislauf oder wie so eine Spirale. Und diese Spirale kann ins Positive gehen und diese Spirale kann natürlich auch abwärts gehen, weil ich das, was ich gern mag als Mutter oder wenn ich für jemand was herrichte, das halt auch den anderen geben in dem Glauben, dass das gut ist. Und das schwächt das Immunsystem im Laufe der Zeit immer mehr. Also da vielleicht einmal ein bisschen die Zusammenhänge, notfalls ein bisschen nachlesen. Und es ist wirklich viel einfacher umzusetzen, als wie das einfach mal so zu erzählen, vor allen Dingen, wenn man auch nicht so viel Zeit hat. Ich sehe, du wartest schon mit den Fragen ganz nervös. Ich höre wieder nicht auf. Na, nervös bin ich überhaupt nicht. Wir schreiben ja prinzipiell das auf, wie ihr auf eurem Hof gelebt habt. Das heißt, du hast das praktisch vom ersten Tag an mitbekommen, welche Folgen und Wirkungen die Ernährung auf dem Alltag hat. Ne? Und bei euch war es ja überlebensnotwendig, dass ihr gesund bleibt. Ne? Jetzt hast du mir mal erzählt, dass ihr, man könnte fast sagen, obwohl ihr Bauern wart, ganz wenig Fleisch gegessen habt und kaum Milch getrunken, weil ihr es als Getränk verwendet habt. Und das ist, finde ich persönlich, also im Laufe der Jahre habe ich das festgestellt, das ist fast eine genauso wichtige Information wie die Tatsache, dass es zwei verschiedene Ernährungstypen gibt. Ne? Naja, das mit der Milch. Das ist nämlich eine Frage, die gestellt worden ist. Okay. Das mit dem Fleisch ist so eine Sache, dass, glaube ich, früher überhaupt nicht so viel Fleisch gegessen worden ist. Grundsätzlich. Dann, wenn man in einem katholischen Land aufwächst, wie also Österreich der Großteil ist, oder Tirol, wo ich aufgewachsen bin, noch mehr, hat man Freitag auch kein Fleisch gegessen. Ich glaube aber schon, also gerade mit der Milch ist es so eine Sache, dass die Milch früher anders war. Also gerade bei uns zu Hause, die Kühe waren auf der Weide von Frühling bis im Spätherbst und da wurde ganz anders gefüttert und auch nicht ständig gespritzt und mit Antibiotika. Also das kann man fast mit der heutigen Milch so nicht vergleichen, wenn diese Kühe, die ja ein Alter haben, was eigentlich das Doppelte ist von früher, das würde zu lange dauern, das zu erklären. Aber ich glaube nicht, dass die Bauern früher so viel Fleisch gegessen haben wie heutzutage, die Nicht-Bauern, wo sie es ja kaufen müssen. Wir haben einfach einen Konsum, der unmöglich hoch ist. Dann die Zubereitung ist auch oft mit so fertigen Soßen, fertigen Gewürzen. Oh ja. Also da kann man nicht pauschal sagen, wir persönlich ist daheim kochen wir, glaube ich, fast 30 Jahre schon kein Fleisch und kein tierisches Produkt in dem Sinn. Auswärts schon. Das ist ja mein Glück, dass ich die Art und Weise, wie bei euch gekocht worden und gegessen worden ist, dass ich am eigenen Leib erlebt habe, was der langsame Wechsel von der Normalernährung, die ja fast täglich Fleisch auf den Tisch bringt, ne, und wenn es bloß der Schinken zum Frühstück ist,
was der langsame Wechsel dann bewirkt. Na gut, also, weil bei dir haben wir relativ ich fühle mich jetzt rabiat umgestellt mit deiner Milch. Er hat so viel Milch getrunken, das kenne ich ja gar nicht. Ein erwachsener Mann, der Milch trinkt, das ist unmöglich eigentlich. Und da haben sie dann auch die Bandscheiben sofort erholt. Ja, nicht nur die Bandscheiben. Also, ich habe ausgeschaut wie also Ringe unter den Augen. Ja, das ist die Niere, kann das ja, genau. So aber was ich toll fand, ist, du hast mich die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Ja, ich konnte früher nie an einem Kühlschrank vorbeigehen, ohne dass ich mich in Ruhe reingefasst habe und gluck, diese schöne kalte Milch. Aber das ist ein Suchtmittel. Ja, klar. Also Milch, muss man sagen, ist ja nicht für den Durst. Milch ist ein Suchtmittel, wenn man das zu viel nimmt. Wobei man wieder da werden, Milch ist nicht Milch. Ja, ich war in mancher Hinsicht eine Suchtperson. Ja, ja. Wahres Gott. Ah ja, stimmt. Espresso ist, manchmal, ist die letzte Bastion. Naja. Aber du merkst auch beim Espresso, bist anfälliger bist auch, dass du zu wenig trinkst dann so. Ich trinke dann zu wenig. Gut, jeder hat ein bisschen eine Sucht. Ich denke mal, das ist auch nicht schlimm. In manchen Situationen. Kürzer zu viel trinkst. Ja, ein bisschen darf man ja schimpfen. Ja, logisch, klar. Aber um beim Immunsystem zu bleiben, ist es wirklich so, dass du auch, wenn du dann wieder mal jeden Tag einen Espresso trinkst, dann bist du auch anfälliger. Absolut. Und sonst wird halt nichts. Also es ist so, als egal, alles, was man übertreibt und zu viel nimmt, ist für die Gesundheit natürlich schädlich. Jetzt in der Zeit, was wir auch feststellen, anhand der Leserbriefe, die so per E-Mail kommen, dass sich die Leute schon als Langeweile, dass sie zu viel essen. Mir ist jetzt auch wieder so gegangen, dass man halt dann, wenn man so der Ablauf ein bisschen anders ist, dann sucht man schon so eine bestimmte Zufriedenheit oder so eine Gemütlichkeit. Man denkt so, jetzt haben wir Feierabend, jetzt setzen wir uns gemütlich zusammen. Und dann neigt man schon wieder irgendwas rausholen, was man vielleicht eh für Ostern schon gekauft hat. Und jetzt muss man es Ostern nochmal einkaufen. Da sind wir, glaube ich, alle mehr oder weniger ein bisschen gleich. Wichtig ist, dass wir nicht übertreiben. Und wenn man da mal über die Stränge schlägt, dass man sagt, ich esse den Schoko-Osterhasen jetzt schon zusammen, dann muss man halt zwischendurch das dann schon zusammengessen, gell? Muss man zwischendurch das wieder lassen. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, dieses Fanatische, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das muss ich, da sind wir eigentlich grundsätzlich auch bekannt dafür, dass wir das nicht machen, auch empfehlen, dass das. Also ich denke auch mit Alkohol, wir mögen jetzt nicht, aber ich denke, Leute, die mal einen gesunden Rausch haben, was ist da so schlimm? Wenn jemand aber jeden Tag so meint, ein bisschen ist gesund, sehe ich die Gefahr mehr, als wie immer über die Stränge schlagen. Und das ist auch mit der Schokolade oder mit was anderem so, dieses Übertreiben, glaube ich schon, dass unser Immunsystem mehr schwächt, als wir oft glauben. Dann noch kein Schlaf. Sagen wir mal, wir bemühen uns, dass wir zwischen 1 und 3 in der Früh, also wir schreiben es auch immer, wir bemühen uns auch selber, dass man da wirklich, dass man zur Ruhe kommt, dass man Schlaf hat, was bei uns nicht so einfach ist, weil wir halt gewohnt sind, mehr in der Nacht arbeiten, aber man spürt es schon. Und wenn man älter wird, spürt man es natürlich mehr. Früher hat man das immer bloß vor alten Leuten gehört. Inzwischen ist man selber dabei. Aber es genügt ja auch, wenn man es weiß. Und dann sagt man wieder mal eine Woche, ich schaue, dass ich wirklich um 1 ins Bett gehe. Und wer berufstätig ist, irgendwo hinfahren muss, geht ja ohnehin dann früher, weil er ja wieder so früh raus muss. Und das hängt auch alles mit dem Immunsystem zusammen. Wenn wir chronisch Schlafmangel haben, schwächt das Immunsystem genauso, also wenn ich chronisch ständig das Falsche esse, das Falsche trinke oder auch zum falschen Zeitpunkt, in einer Zeit zum Beispiel, immer wieder von Frauen hört man immer wieder, dass sie zu wenig trinken, je älter sie werden, desto weniger trinken sie oder nur wenn sie Durst haben, dann bemühen sie sich in der Früh schon, weiß Gott, was zu trinken. Da gibt es auch den Tipp, wenn jemand schon wirklich gar nicht trinken will, Nachmittag trinken, zwischen 3 und 5 Nachmittag. Wenn man da viel trinkt, ist es gesünder, es wird so den ganzen Tag so mühselig, ich muss. Aber das zu wenig trinken ist natürlich schon eine Problematik. Und dann kommen wieder viele mit der Frage, wie ist das mit Nahrungsergänzungsmitteln? Da gibt es halt einfach so irrsinnig viel Schrott auf dem Markt. Und wenn ich da, sagen wir mal, so an der Kasse an Augenhöhe, dass diese Vitamintabletten für was weiß ich ein paar Euro sehe,
da könnte man weinen, weil das, da kann man fast nur sagen, es schaut ums Wasser. Das hilft natürlich nichts. Ja. Also man muss dann schon schauen, ob man richtig gute Präparate hat und dann nicht übertreiben. Und das eben, wenn man krank war, wenn man einen Schwächezustand hat, wenn man auch älter ist oder vor allen Dingen auch Krankheiten. Und nicht toujours einfach ständig diese Vitaminpräparate nehmen. Weil es ist nämlich auch noch gefährlich, dass wenn man das so vorab alles nimmt, unkontrolliert, erstens einmal scheidet der Körper aus und nicht immer so viel, wie er sollte. Das ist nicht so ungefährlich. Und dann hat man auch keine Lust mehr auf einen frischen Salat. Man hat keine Lust mehr draußen Kräuter zu sammeln, Kräuter zu essen, zu würzen. Man hat keine Lust mehr, weil das irgendwie künstlich schon voll ist. Das ist so wie mit einem künstlichen Zucker, wo man meint, da tut man sich was Gutes, weil der Zucker ja so schädlich ist. Ja, wenn es der richtige Zucker ist, wird man ja gar nicht so viel essen. Aber das ist Versteckte alles. Also ich glaube auch, diese versteckten Gewürze, Suchtmittel, Farbstoffe, das alles in, vor allen Dingen in Fertigprodukten fast ausschließlich drin, das ist schon ein Problem. Und das schwächt das Immunsystem. Viel mehr, wie man glaubt. Das, wir spüren das nicht so, weil es laufend so ist. Viele kaufen und essen laufend solche Fertigprodukte. Da kann man das Immunsystem nicht wirklich stärken, weil das Lebensmittel wurde kaputt gemacht, damit es nicht kaputt wird. Ja, und das ist die Gefahr. Das ist kein Lebensmittel mehr. Da lebt nichts mehr. Was die Leute nicht wissen, ist, dass ein Haltbarmacher, fast in welcher Form auch immer, auch auf den Körper eine Wirkung hat, nämlich die, dass man selber in Richtung Erstarrung geht. Naja, es ist halt beim Körper. Genau. Wir können das wieder nicht verdauen, nicht verstoffwechseln. Das ist wie Haltbarmacher. Beim einen, es geht nicht so weg. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ein echtes Lebensmittel, sagt ja der Name schon, das lebt. Und damit es nicht kaputt geht, wird es kaputt gemacht. Und das ist natürlich im Laufe der Zeit, viele wissen schon oder vielleicht auch die meisten, aber man unterschätzt das, wie oft man so etwas isst. Das ist egal, wenn man sowas mal isst, wenn man unterwegs ist oder so. Aber dieses tägliche, also wie frischer das zubereitet wird, wie besser, dass es nicht zu Tode gekocht ist. Da sind wir auch gerade beim Gemüse, bei den Vorträgen sage ich das doch auch manchmal, das klingt zwar brutal, aber leider Gottes kommt es der Wahrheit sehr nah, wenn ich sage, viele essen kein Gemüse, also gerade Kinder mögen kein Gemüse. Ja, wenn ich das Gemüse mit Kochwäsche vergleiche und das einfach auskoche, dann ist nichts mehr da. Eine alte Methode, ja, ich erinnere mich. Das ist ganz furchtbar. Ich meine, der Satz ist schlimm, aber er trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Wenn wir das nur auskochen, das kann ja nicht schmecken. Also Gemüse einfach nur dünsten und nicht im Wasser kochen. Da ist nichts mehr drin. Das ist alles im Wasser, das, was ich dann vielleicht wegschmeiße. Und wenn man so mal das Gemüse macht, essen es auch die kleinen Kinder. Mhm. Und da hat man dann wirklich was. Und nicht diese Fertigprodukte, die einfach tot sind, damit keine Bakterien und nichts mehr da ist. Und das ist ein Dilemma. Also um abschließend mit dem Immunsystem. Frage noch. Und zwar, jetzt gehen ja viele Leute spazieren im Grünen. Mhm. Und die Jutta, unsere liebe Jutta, die fragt, ob welche Kräuter, die man, Wildkräuter oder auch die man bei sich im Garten hat, am meisten Vitamin C enthalten. Da kann ich nur nachplappern, was man liest. Ja, also ich kann es ja nicht persönlich testen. Ich bin immer so vorsichtig bei so Sachen, was Statistiken und so weiter. Aber der Giersch ist praktisch das Unkraut Nummer 1, was überall verzweifelt die Leute versuchen auszurotten. Das ist die wilde Petersilie. Wie heißt denn Giersch noch im... Gibt es einen anderen Namen? Ja, also wilde Petersilie, Giersch, am besten vielleicht mal googeln. Das ist unwahrscheinlich gut. Und diese Vitamine, die in Giersch sind, die sind, also gerade Vitamin C, das ist, ich weiß nicht mehr, wie viel höher wie die Petersilie vom Garten, aber irrsinnig viel. Viel, viel mehr. Ich glaube, 300-400 Mal. Viel mehr als in Zitronen. Das ist einfach einmal schneiden, das schmeckt auch ähnlich wie Petersilie. Dann die Brennnesseln, die jetzt so ganz frisch da sind, wo man es also jetzt in den Umständen vielleicht nicht überall pflücken kann, aber ist auch unwahrscheinlich gut. Man kann das genauso machen wie Spinat. Man muss es halt mit Hand schon pflücken, mit der Schere abschneiden und dann überbrühen
und ganz normal wie Spinat machen, so, und also es schmeckt ganz wunderbar. Das ist wirklich ein Vitaminstoß. Das ist eine Bombe, ja, also das kann man sagen. Und schmeckt sehr, sehr gut. Man muss ja nicht immer gleich Spiegeleier dazu machen, wo man dann wieder müde wird. Aber man kann von den Kräutern draußen, das wäre jetzt extra mal ein Abend oder Thema, das würde jetzt zu lang dauern, man kann fast alles essen. Es sind ein paar wichtige Informationen, welche Pflanzen giftig sind. Die sind sehr giftig dann oft. Die paar muss man weglassen und alles andere kann man fast essen. Und da sich einmal rumspielen, das wäre wunderbar. Es gibt auch der frische Salbei, der jetzt kommt, ne, kann man auch so frittieren. Für die Kinder, dass das so crunchy dann ist und so. Es gibt super. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt jetzt eine App, wo man Pflanzen identifizieren kann. Da hören wir auf mit dem. Das habe ich gestern gemacht. Ja, das hat nicht funktioniert. Gestern hat mich eine Freundin gefragt, ob das stimmt, das Kraut. Sie hat es gegoogelt, also nicht gegoogelt mit dem App. Und dann habe ich gesagt, also das war einfach nur falsch. Ja, also da möchte ich möchte jetzt nichts dagegen reden, aber ich möchte es auch nicht empfehlen. Am besten dieses, das Ding, du schon probiert? Ja, das Ding heißt PlantNet. Und ich würde einfach empfehlen, es an Kräutern und Pflanzen auszuprobieren, die ihr sicher kennt, und schauen, was das App dazu sagt. Und so im Laufe der Zeit. Das nützt ja nichts, wenn ich was nicht kenne und sie sagt das Falsche. Naja, das ist ein anderes Thema, da beschäftigen wir uns jetzt nicht. Genau. Aber man sollte bei Kräuter, muss ich sagen, man kann wirklich fast alles essen, aber bitte schaut, was nicht. Das ist sehr wichtig, weil es gibt bei manchen Sachen nicht einmal Gegenmittel. Es ist ähnlich wie bei die Pilze, wo es auch so Mode geworden ist, jeder geht Pilze sammeln und jedes Jahr sterben Leute an dem, weil sie, gut, Bärlauch mit Maiglöckerl verwechseln, ist schon sehr happig, weil die Maiglöckerl kommen später und sie riechen so viel anders. Aber ausschauen tun sie wirklich, wenn sie jung sind, gleich, muss man auch sagen. Also das wäre ein anderes Kapitel, das hat jetzt mit dem Immunsystem, wird das den Rahmen sprengen. Aber wenn wir spazieren gehen. Aber versuchen, naja, darf man ja nicht so viel jetzt. Ja, schon, aber man darf schon ins Grüne raus. Naja, aber wenn jetzt jeder Bärlauch sammeln geht, stimmt. Das ist auch nichts wahr. Also wir bleiben daheim, wir befolgen das so gut es geht, mal ein bisschen einkaufen. Man muss da einfach durch und ich denke mir, das ist jetzt eine besondere Zeit. Und wenn es gerade Österreich so gut geschafft hat, das so gut es geht in den Griff zu bekommen, dann finde ich, ist es nicht wert, dass wir da in Scharen ausrücken und jetzt Kräuter sammeln. Vor allen Dingen hat man es die letzten Jahre vielleicht auch nicht gemacht. Da müssen wir jetzt einfach durch und ich würde da auch das vielleicht nützen, jedem zu sagen, bleibt einfach daheim, bis das vorüber ist und dann hinterher etwas vernünftiger weiterleben und das Unvernünftige, das immer mehr schon ein bisschen reduzieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt daheim, ist der Satz, den wir vielleicht das nächste Mal nicht mehr sagen. Ja, genau. Na, vielleicht auch. Okay. Also, tschüss, macht's es gut. Alles Gute. Ciao.